Gut. Heute soll es um Lügen gehen. Sehr gut. Genau mein Metier. Wann hast du zum letzten Mal gelogen? Vielleicht heute Morgen, als ich meinte, schön dich zu sehen. Ja, das war, glaube ich, der erste. Und seitdem kumulieren sie sich einfach zu immer größeren Lügenhaufen. Und du musst dir vorstellen, dass diese Meldung nicht nur bei den deutschen Medien sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, sondern auch tatsächlich in den russischen, weil dieses Mädchen halt auch, ich glaube, sie war halb Russin. Gut, also dieser Fall hat auf jeden Fall nicht nur in den deutschen Medien, sondern auch in den russischen Medien viel Aufmerksamkeit erregt, weil die russischen Medien ja auch Deutschland immer gerne darstellen als so eine Art halber Failed State im Sinne von die öffentliche Ordnung kann nicht mehr aufrechterhalten werden durch die ganzen Flüchtlinge und Migranten. Und Ist das auch wieder eine Lüge jetzt? Dass du das jetzt so pauschalisierst? darauf können wir natürlich nochmal kommen. Und jetzt, ich kann mich jetzt irren, aber ich habe, glaube ich, eine einzige Lüge in der BBK dieses Jahr gehört. Dann will ich sie jetzt auch hören. Und das ist lustigerweise die Kanzlerin gewesen. Mit? Mit der Irak-Geschichte. Ich habe sie gefragt, warum sie ob sie es bereut, den Irakkrieg unterstützt zu haben. Und sie sagt so in die Kamera: Das habe ich gar nicht gemacht. Und das war die eine große Lüge. Wenn halt jemand hierher kommt und sich dann halt wirklich daneben benimmt und irgendwie Verbrechen begeht, ja, natürlich muss das harten Einfluss auf seinen Asylstatus haben. So, ich meine, da geht für mich jetzt nichts drum rum. So, sondern wenn, natürlich, wenn Leute verfolgt sind und herkommen, dann müssen die sich auch benehmen. Aber das ist auch eine Sache, wo keiner widerspricht. Also nicht mal die Grünen oder sowas, die immer so als die Vorzeigegutmenschen gezeigt werden. Auch Kretschmann wollte doch da irgendwie die Balkanroute abriegeln und hat gesagt, ey, das muss jetzt mal ein Ende haben. Also das muss man auch mal so ehrlich sagen, dass auch die Grünen sich da schon irgendwie so ein bisschen gefangen Die haben. Flüchtlingsmitbekämpfungspartei. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.